Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Es ist soweit, es geht wieder weiter. Nächste Runde sind noch in der Walze. Erstmal fettes Dankeschön an Le Passi, mein Freund. Du hast nämlich gerade rein abonniert, als ich hier die Aufnahme starten wollte. Und das habe ich noch mitbekommen, deswegen dafür ein fettes Dankeschön. Jetzt muss ich nochmal trotzdem nochmal kurz raustappen. Zack, 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 weil das kann alles weg. Ja. Und dann läuft es ja auch ein bisschen flüssigerer. Wir wissen ja alle, dass der Bausimulator da ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ja, wir walzen jetzt einfach ganz entspannt weiter. Wir haben jetzt 2 Folgen Zeit. Genau, Lepassi, mein Freund. Vielen Dank für dein Abo. Du hast zur richtigen Zeit. Du hast zur richtigen Zeit, im richtigen Moment einfach abonniert. Ich habe das gerade mitbekommen. Hättest du eine Minute später abonniert, wäre es sogar in der Aufnahme passiert. Richtig, richtig satisfying, ja. Wir werden heute, denke ich, fertig mit Walzen. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge uns um den Schwarzdecker und so weiter kümmern. Dass der hier, oder Teermaschine, ich sag weiter Teermaschine, Digga. Hat sich zwar keiner beschwert, aber ich sag's trotzdem. Naja, auf jeden Fall werden wir mich darum kümmern, dass, oder werden wir uns wahrscheinlich nächste Folge darum kümmern. Wir werden die ganze Folge wahrscheinlich noch jetzt auf der Walze sitzen. Ist jetzt nicht so schlimm, aber, oder beziehungsweise war ja einberechnet, dass wir die ganze Folge hier noch am Schaffen sind mit der Walze. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Aber ich denke schon. Weil wir haben ja in der letzten Folge zum Schluss noch bisschen angefangen zu walzen und haben ja trotzdem ordentlich was geschafft. Deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall machbar, das jetzt hier in der Folge fertig zu machen. Ja, danach teeren, das wird auf jeden Fall nochmal ein Akt, wobei da habe ich eigentlich sogar relativ Bock drauf, worauf ich echt wenig Lust habe, bis auf Asphalt walzen. Aber gut, das müssen wir dann halt noch machen. Ich denke, dass wir nächste Woche werden wir wahrscheinlich fertig. Vielleicht brauchen wir nochmal eine Folge. Nochmal, also noch eine dritte Folge. Aber ich denke, dass wir übernächste Woche den nächsten Auftrag anfangen. Ob jetzt in einer halben Folge oder in einer ganzen Folge, ist ja egal. Aber wir werden auf jeden Fall den nächsten Auftrag übernächste Woche spätestens anfangen. Das sind ja dann, ist dann wieder ein Straßenbauauftrag, ein bisschen kleinerer. Weil alle anderen Kampagnenaufträge müssen wir erst eine Straße bauen. Aber da sind wir jetzt geübt drin. Das ist nämlich die größte Straßenaufbaustelle, die es in dem Spiel gibt, meines Wissens. Ist ja das Finale von der Verkehrsministerin. Aber gut. Und dann werden wir wieder eine Großbaustelle anfangen, schätze ich. Welche genau, also bei wem wir weitermachen, das entscheiden wir dann. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und wenn wir dann die nächste Großbaustelle anfangen, also keine Straße, dann werden wir wahrscheinlich wieder eine Live-Folge machen. Eine XXL-Live-Folge. Ja. Ich denke, das hört sich eigentlich ganz vernünftig an, würde ich behaupten. Ansonsten, wie geht's? Wie steht's? Sons of the Forest ist draußen, spielen wir auf Twitch zusammen. Ab und zu mal, also schaut auf jeden Fall auch auf Twitch vorbei. Ist auf jeden Fall, oh Gott, da sehe ich gar nichts. Ist auf jeden Fall ganz sinnvoll, aber wir könnten mit diesen, warte, wir machen die Arbeitslichter noch an. Das ist satisfying, das schaut brutal aus. So geht's. Jetzt habe ich vergessen, ja, genau, schaut auf Twitch vorbei, wollte ich eigentlich nur sagen. Übrigens, heute sind mit der Post die Lego-Helme gekommen. Und zwar Cody und Rex sind da. Die werde ich wahrscheinlich auch, entweder habe ich sie schon oder ich werde sie noch in einem Stream bauen. Oder einen auf jeden Fall, den anderen weiß ich noch nicht. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Schauen wir mal. Genau. Aber da müsst ihr einfach die YouTube Shorts im Auge behalten, weil da wird immer rechtzeitig angekündigt. Oder
Einfach Twitch reinfolgen und dann bekommt ihr eine Meldung, wenn ich live gehe. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Ich weiß nicht, ob man benachrichtigt werden kann, wenn man das einstellt, wenn man Short hochlädt. Und bei größeren Streams, wo ich ein bisschen mehr vorhab, da findet ihr dann auch eine Ankündigung auf Insta. Aber darauf könnt ihr euch nicht verlassen. Das ist mal ja, mal nein. Kommt doch auf die Größe vom Stream an, wenn ich jetzt weiß, okay, wir sind ein paar Stunden am Start und wir machen irgendwas Cooles. Dann kommt auf Insta auch eine Ankündigung, wenn es jetzt eine spontane 1,5 Stunden Sache ist oder wir eh nur irgendwas, keine Ahnung, machen, dann dann kommt da auf Insta nichts. Also das ist eigentlich, wollte ich mal anfangen, jeden Stream auf Insta zu dingsen, aber sei euch ganz ehrlich, das vergesse ich einfach meistens. Meistens läuft der Stream auch schon. Boah, es ist eklig, irgendwas hängt da. Meistens läuft der Stream auch schon. Meistens läuft der Stream auch schon immer ein bisschen, wenn der Insta-Post kommt. Es ist halt nicht gerade das Spannendste, ne, das Walzefahren. Aber, naja. Mal, es muss gemacht werden. Ich sag's, wie es ist. Ne? Was gemacht werden muss, muss man machen. Aber spannend ist es jetzt tatsächlich nicht, Freunde. Übrigens, am Samstag und am Sonntag kommen zwei Regadonis al Fornos, also zwei Reactions. Oh, ich Regadoni al Fornos. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Kommen zwei Reaktionen, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Aber, also es ist an sich das, ja, ist eigentlich für den Arsch, was ich gerade erzähle, aber ich will irgendwas erzählen. Ihr wisst doch, ihr kennt's doch. Ja, ist halt, ja, das ist zweimal dasselbe, nur einmal mit Bagger, einmal mit LKW. Vielleicht ist es interessant. Ansonsten kommt noch ein Lego-Video am Samstag, ein kleines aber nur. Und am Sonntag geht die Casino-Serie weiter. Das sind jetzt noch 5 Videos, glaube ich. Warte mal, wir haben jetzt die 4, 5, 6. Ich glaube, noch 5 müssten es noch sein, dann ist die Season auch zu Ende. Dann habe ich noch die paar Lego-Videos. 501. kommt noch, Battle Pack. Dann die zwei Helme. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob man dann erstmal wieder weiter Let's Playen oder ob Casino oder Lego weitergeht. Da bin ich am Struggle. Oder nicht am Struggeln. Eigentlich bin ich da, ist es mir eigentlich relativ egal, was an sich weitergeht. Aber müssen wir mal gucken. Momentan ist wieder so ein richtig schöner Highpoint oder Hochpunkt oder keine Ahnung, wie man das am dümmsten nennt hier. Es läuft einfach momentan wieder. Es macht momentan wieder richtig Spaß. Es macht immer Spaß, aber diesmal sieht man auch, was passiert auf dem Kanal. Wir haben jetzt vor kurzem die 400 geknackt. Jetzt, es geht fast täglich. Ja, sagen wir mal, nicht täglich neu weiter oder höher, aber es geht auf jeden Fall weiter. Sichtbar weiter und auch Watchtime
echt geil, also echt hoch und ist momentan ist wieder ein richtig schöner hoher Punkt. Auch Twitch läuft an, würde ich sagen. Mein Bot-Unfall, also wo ich ein Follow-Bot reinbekommen habe, wurden jetzt von Twitch entfernt. Also sprich, für mich ändert sich nichts, außer dass halt die Zahl jetzt wieder auf die Realität, also auf 18 sind es mittlerweile, 18 Follower und nicht mehr 394 Follower, wieder auf die Realität zurückgesetzt worden ist. Finde ich irgendwie aber auch ganz schön, dass man einfach die Realität sieht und nicht irgendeine Fake-Zahl, die eh nichts wert ist. Ja, aber geht auch voran, immer mal wieder jemand da, macht auch Spaß. Ist immer auch. Man kann eigentlich, also in letzter Zeit kannst du eigentlich mit zweimal die Woche rechnen, dass mal live sind. Ich meine, die Schlechtwetterphase ist jetzt ziemlich am Ende, also es ist weder Winterdienst noch irgendwelche anderen Schlechtwetterzeiten, wo man unter der Woche öfters mal daheim ist. Das heißt, wir sind nicht mehr spontan an einem Mittwoch oder so live oder Dienstag. Wir sind eigentlich fast jeden Samstag live. Ich sag auf jeden Fall Bescheid, wenn man live ist in den Shorts und die letzten Male waren wir auch Freitagabend live. Halt nicht so lang, aber auch 2, 2,5, 3 Stunden. Und Samstag dann immer ein bisschen länger. Und jetzt zur Zeit, wie gesagt, spielen wir The Forest. Sons of the Forest spielen wir. Und die Twitch Farm spielen wir ganz viel. Und ab und zu noch ein paar Runden Call of Duty, weil da ist jetzt endlich der Hardcore-Modus draußen. Und dann spielen wir den jetzt auch immer mal wieder. Also auf jeden Fall genug da. Und es macht auf jeden Fall Laune. Ja. Ich denke, wir werden auf jeden Fall hier fertig. Das sieht relativ ganz gut aus. Irgendwie so. Seit 82. Noch zwei, dreimal hoch und runter fahren. Dann würde es schon passen. Und dann sind wir durch, Freunde. Dann müssen wir denn die Därmaschine noch abholen. Und die Dermomulde. Und dann, ja, das werden wir wahrscheinlich Anfang nächster Folge machen. Die Thermomulde und die Thermaschine holen. Und fangen dann auch nächste Folge an zu teeren. Schauen wir mal, wie schnell es geht. Ich habe noch nicht so viel geteert, deswegen kann ich das schwer einschätzen, ob das in einer Folge machbar ist. Schauen wir mal. Wir haben ein bisschen mehr als eine Folge mit der großen Walze gebraucht. Ich denke, mit der Asphaltwalze werden wir fast zwei Folgen brauchen. Vielleicht geht unsere Zeitrechnung doch nicht so ganz auf. Ich denke, dass wir doch noch zwei ganze Wochen brauchen. Im normalen Folgenverhältnis. Jetzt machen wir halt deswegen gesagt, safe fertig und dann vielleicht fahren wir den Tieflader schon mal zum Händler. Oder die Thermomulde hierher. Weiß, wenn man wie gesagt mit Auffüllen machen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir es überhaupt mit der Thermomulde machen. Das ist bloß zusätzlicher Aufwand, weil dieser Helfer, der dann automatisch in deine Thermaschine kippt, den gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Müssen wir einfach mal schauen. Wenn es uns echt ankackt, dann füllen wir direkt in die Thermaschine und scheißen auf die Thermomulde, sage ich euch ganz ehrlich. Aber das entscheidet man dann, wenn wir es einmal mit der Thermomulde ausprobieren haben. Dann entscheidet man das. So, ich denke noch einmal hoch und dann sind wir hier fertig. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil ich denke, eine ganze Bahn, eine halbe haben wir dann noch. Oder ist es auch nur noch eine? Können noch. Ne, ist nur noch eine. Bisschen Schlenker halt noch drin, aber es ist. Ja, einmal hoch, dann passt es. Oben können wir noch einmal quer fahren und dann. Ich denke, das reicht. Hier haben wir noch so einen kleinen Streifen im Notfall.
Die Hammwalze gefällt mir, die schaut gut aus. Jetzt wollte ich gut und geil sagen. Dann kam irgendein komisches Wort bei rum. An sich finde ich Walzen echt nicht so interessant, aber irgendwie sehen sie trotzdem cool aus. So massiv und schwer und fett und einfach so ein Block. Weißt du? Zack, das sind wir fertig. Da sind wir fertig. Meint ihr, wir kriegen jetzt die Kiesabrechnung? Oder haben wir die schon bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Sehen wir gleich. Yeah, oh, Alter. Nochmal 300k, Alter. So. Fahren wir den Tieflader zum Händler noch. Und die Thermomulde hierher und die Schwarz... den... Na, die der Maschine holen wir dann morgen. Aber dann steht der Tieflader immerhin schon mal beim Händler. Ja, hier müssen dann auch noch mit beachten, dass wir ja die Walzen in die Firma fahren müssen. Die zwei LKWs in die Firma, oder beziehungsweise die drei LKWs in die Firma fahren müssen. Und halt auf einem der Tieflader, Thermomulde und Muldenkipper. Und halt auch noch den Tieflader mit Schwarz. Ach. Scheißegal, Alter. Es muss alles in die Firma. So, da steht das Schmuckstück. Emma Enle. Emma Enle. Sigdelenele. So, den bauen wir auf. Dann können wir das alles morgen machen. Morgen 16:15 geht's weiter. Und den Demo-Mulde, die fahren wir jetzt noch schnell rüber auf die Baustelle. Da brauchen wir nichts aufladen. Sie schon mal befüllen, dann ist die schon mal voll. Weil jetzt fahren wir da und dann fahren wir drüben wie auf die Autobahn. Das ist nämlich der schnellere Weg. Beim letzten Mal sind wir ja irgendwie außenrum gefahren, dann waren wir, keine Ahnung, waren wir am Arsch der Welt. Jetzt fahren wir einfach hier, dann fahren wir hier auf die Autobahn. Und dann sind wir auch gleich bei der Baustelle. So. Ballern wir schnell davor, dann sind wir schon da. Aber meine lieben Freunde, ich würde schon mal sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Morgen 16:15 geht's weiter. Ihr wisst, was ansteht. Und wir müssen dürfen geradeaus weiter, weil wir arbeiten da. Genau, und wir müssen gar nicht alles machen. Krass. Ist ja auch egal. Oder wir werden sehen. Genau. Bis morgen. Peace out. Ciao.